Hallöchen, ihr alle da draußen vor dem Bildschirm. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pioneers of Pagonia. Ja, was machen... Was ist denn hier los? Bisschen Stau? Ach so, die holen jetzt das ganze Zeug für unsere Werkzeugschmiede. Das ist gut möglich. Ja, bisschen Stau. Wir machen weiter. Ich hatte ja erwähnt, wir kümmern uns mal darum, dass wir die Aufgabe hier fertig machen. Das heißt, wir müssen 3 Wachtürme zeitgleich besetzt haben. Das kriegen wir hin. Wir haben ja auf jeden Fall einen Wachturm hier. Einen Wachturm hier. Und dann würde ich hier oben gern einen hinsetzen. Der ist da zwar komplett ab vom Schuss, aber... Dann können die von hier aus weiter erforschen. Also entdecken, Land einnehmen, wie auch immer man das nennen mag. Ich habe nur noch immer noch nicht so richtig... hier. So richtig rausgefunden. Wieso haben wir so wenig Werkstein? Wartet mal. Macht mal ein bisschen mehr Werkstein, das wäre ganz cool. Das hier hatten wir ja alles erstmal deaktiviert, weil Lager ist überall voll. Ja. So, zurück zu unserem eigentlichen Plan. Ich möchte hier oben... Hier so einen Wachturm hinsetzen, in Hoffnung, dass das geht, weil der Boden ist. Wenn ich das Ding hier so reinsetze, kriege ich da den Weg dort lang. Okay, Weg ist ein bisschen entspannter. Ist die Position hier gut? Ja. Dann gehen wir mit dem Weg. So. Ja, müssen wir jetzt ein bisschen laufen. Es wird jetzt ein bisschen dauern, bis das dort oben fertig gebaut ist. Das ist ein ziemlich weiter Weg. Aber in der Zwischenzeit können wir uns ja andere Sachen angucken. Hier drüben sollten unsere Kollegen... Sehr gut. Ich kann jetzt hier noch mehr Kohle und Eisen und Silber und so weiter abbauen. Dafür müssen wir aber unsere Bergbauschneise noch ein bisschen weiterziehen. Weil der kommt nicht so weit. Also hat jetzt hier halt noch Kupfer und hier Kupfer abzubauen. Ist das ganz okay? Kohle hat er jetzt hier. Aber hier ist halt ganz viel Kohle. Ich würde dort hinten dann noch einen Kohletagebau hinsetzen. Das ist Stein und Stein. Das ist Stein, Metzstein, Mühle. Eisen und Silber haben wir aber noch gar nicht. Deswegen fangen wir damit an. Das würde ich dann. Die Schmelzhütte würde ich gern hier unten dann hinsetzen. Zwischen die ganzen
Abbau und so. Ihr versteht. Okay, aber das ist noch... Nee, das passt mir noch nicht so richtig. Weil hier kann ich nirgendwo... Wie könnte ich es hinbauen? Aber dann müssen die hier oben lang. Hier könnte ich das auch hinbauen. Da ist auch dort oben das Eisen mit abgedeckt. Baue ich das hier richtig auf, den Stein? Mache ich das? Mache ich. So. Eisentagebau. Construction Unit Tag. Okay. Und dann fehlt uns nur noch der Silbertagebau, aber ich lasse die hier noch ein bisschen. So, dafür brauchten wir dann die Schmelzhütte. Ich überlege tatsächlich, ob ich gerade noch einen zweiten Steinmetz baue. Damit sich einer auf Werkstein und einer auf Grenzsteine fokussieren kann. Ah, die beiden Steinbrüche, die decken halt das gleiche Gebiet ungefähr ab. Ist ein bisschen blöd, aber ist jetzt so. Ist ja immer noch mein erster Versuch. Und der Jäger sollte auch irgendwann Rehe jagen, aber die sind immer noch hier oben. Anscheinend nichts zu tun. Dann macht ihr mal Pause. Ihr habt auch Pause. Warte, was muss ich ausbilden? Gar nichts mehr. Hat sich schon erledigt. Ich bilde Bauarbeiter aus. Das war doch hier irgendwo. Wir brauchen eine Schaufel. Wir haben keine Schaufel. Wir haben keinen Rucksack. Wir haben keinen Hammer. Okay. Wir können aber Rucksäcke machen. Wir haben 33 Stoff. Nochmal zwei Rucksäcke. Die macht noch ein bisschen Stoff. So, kurzer Kontrollblick, dass wir genügend Materialien haben. Stein wird langsam ein bisschen knapp. Dürft wieder ein bisschen arbeiten. Und super viel Kupfer. Okay. Hier waren ja auch die Lager immer voll. Da habe ich noch zusätzliche Lager gebaut. Die füllen sich auch schon. Also, Wachen sind unterwegs. Gehe ich mehr Richtung Landesinnere mit dem
Land einnehmen. Hier ist halt eigentlich nicht so cool. Wo ist der andere Wachturm? Der ist im Dienst. Der nicht. Dann müssen wir den auch mal kurz aktivieren. Damit wir hier die Aufgabe fertig bekommen. Damit wir alle Wachtürme mal besetzt haben. Ja. Weil wir haben eh 450 Arbeitslose. Können wir die auch ein bisschen arbeiten lassen. Wie gesagt, das hier gefällt mir immer noch gar nicht. Ich würde beim nächsten Mal von Anfang an schon viel weitläufiger bauen, dass ich so einen richtig schönen Marktplatz machen kann. Ja, dass die Häuser auch ein bisschen abseits sind. Aber ich finde es halt am Anfang immer schwierig, weil dann müssen unsere Pagonia super weit laufen jedes Mal. Ich möchte ja aber auch, dass die Wirtschaft funktioniert und dass die Laufwege so kurz wie möglich sind. So, die bilden wir aus. Dann sind die beiden Rucksäcke erstmal wieder weg. Ich habe gerade keinen Auftrag. Das ist okay. So. Jetzt rudeln gerade die Leute ein. So, hier sind alle 10 da. Hier noch 9. Dann sind wir bei 30. Okay. Das läuft auch. Wie gesagt, die hier unten, den werde ich dann wieder deaktivieren, weil... Ich glaube, hier drüben kommt nicht mehr viel. Ah, hier kommen auch keine mehr. Okay, wartet. Stopp. Wir müssen... Wir brauchen noch Wachen. Wir müssen Wachen ausbilden. Da wird ein Schuh draus. Okay, die Wachen bilden wir doch hier aus. Wache. Rauch, Holz, Speer haben wir 2. Los geht's. Oh. 517 Träger. Hm. Okay. Und den Förster würde ich auch woanders hinsetzen, wenn ich jetzt nochmal neu anfangen würde. Dass die mal wieder Grenzsteine machen. Ich denke, der Eisentagebau braucht dann auch ein Lager. Wie sieht es mit dem Stoff aus? Ja, wir könnten ein bisschen mehr Stoff noch machen, oder? Schon in Arbeit.
Weiß noch nicht so richtig, was wir mit den ganzen Broten machen sollen. Eingestellt hatte ich, dass sie die Brote auch mitverwendet, ja. Die sind schon fertig ausgebildet. Dann müssen wir Holzsperre machen. Dafür brauchen wir Laubholzbretter und davon haben wir 109. Mal 6 Stück. Ja, es läuft. Die hier bauen halt jetzt nichts mehr an, aber wir haben 100 Kürbis und wir haben 77 Kohl. Mehr brauchen wir gerade, glaube ich, nicht. Der Jäger einfach mittendrin. Ja, das, eigentlich müsste ich das alles noch umstrukturieren. Aber ich will jetzt auch mir das irgendwie nicht versauen. Ich bin jetzt gerade ganz happy, so wie es läuft. Sieht ein bisschen aus wie Fleisch oder Obst, was die da tragen. Ja, und wir brauchen noch eine Silbermine. So viel Silber ist hier gar nicht. Aber hier oben machen sie schon gut. Dass die hier immer dann solche Flecken übrig lassen. Und unsere Entdecker, Erkunder, wir sind schon bei 63,3% entdecktes Gebiet von unserer Insel hier. Also die machen auch ordentlich. Die geben richtig Gummi. Hier sind auch Rehe. Hier sind ganz viele Rehe. Wir brauchen hier hinten dann irgendwann einen Jäger. Warte, wo wollte ich jetzt... Mach mal auch noch Fokus nach hier. Damit wir die hier endlich jagen können. Gibt es irgendwo Probleme? Nee, sieht nicht so aus. Ihr habt schon fertig. Ja, macht mal davon was. Davon was. Ah nee, die haben ja noch zu tun. Stoffbestand ist auch okay. Ja. Können wir schon Wachen ausrüsten? Speere sind und. Eigentlich brauche ich ja noch. Ja, noch ein paar Speere dazu. Damit wir dann genügend Wachen haben und die Wachtürme besetzen können. Sind halt hier langsam an ihrer Grenze, was Land an Einnehmen angeht.
Was könnten wir jetzt noch machen? Die Aufgaben abarbeiten, aber eins nach dem anderen. Wir haben fast 800 Einwohner. Werkzeuge werden gerade hergestellt. Bauarbeiter ausbilden passiert gleich. Achso, genau, da brauchten wir hier noch Sachen. Dafür brauchen wir Eisenbahn oder Kupfer. Wir haben schon ein bisschen Kupfer. Erstmal, wir sollen mal den Kupfer nehmen und machen. Die müssen das den ganzen Weg hier hinterschleppen. Das ist super doof. War die jetzt aktiv? Nee, muss ich vielleicht auch noch aktivieren, damit sie was machen. So, jetzt kommen die Leute aus ihren Häusern. Ich könnte noch ein paar Häuser bauen. Ja. Hier ist noch so ein Stück. Ist halt... Eigentlich nutzen wir das hier auf den Bergen auch alles nix. Aber ich muss es trotzdem mit einnehmen. Acht Werkstein und 12 Nadelholz. Balken. Damit wir hier noch was Schönes bauen, diese Folge. Haben wir jetzt schon die Wehe eingenommen? Nee. Noch nicht so ganz, ganz. Ist auf jeden Fall hier oben dann noch einen Jäger hin. Schade, dass man nicht schon eine Blaupause da irgendwie hinsetzen kann. Dass man das nicht vergisst. Wo man was hinbauen wollte. Die bauen ganz schön lange hier unten. Okay.
Die fassen einmal dort hinten einen Speer an. Okay. Grenzsteine auch noch okay. Die können ruhig noch ein bisschen Land einnehmen. Den Wald lassen sie ein bisschen außen vor. Na gut. Aber ich glaube, ich mach mal den hier erstmal wieder aus. Immer alle drumherum stehen und gucken. Das ist wie auf einer richtigen Baustelle. Wenn man auf der Autobahn fährt und da ist eine Baustelle, dann sieht man nur die Bauarbeiter rumstehen. Zimmerer sind unterwegs. Was brauchte ich jetzt hier nochmal? Ich habe ein bisschen den Faden verloren. Wir haben auch noch kein Militärcamp. So, nochmal noch 4 Rucksäcke. Demnächst auch wieder ein bisschen Seil machen. Die arbeiten hier richtig. Bauen hier Eisen ab. Als gäbe es keinen Morgen mehr. Ihr habt noch was zu tun. Hatten wir die hier auf... Mach mal ein bisschen mehr Flachs. Ich weiß nicht so richtig... 63 Brote. Ich würde sonst hier erstmal die Mehlproduktion eindämmen. Beziehungsweise ich mache erstmal die Bäckerei aus, dass die das Mehllager noch füllen können. Aber dann würde ich hier gucken, dass wir hier mal mehr Flachs machen. Und brauchen wir nämlich für die Seile. Ja. Hier fällt man ja richtig in die Schmelzhütte. Schön. Ich lasse die mal erstmal 1-2 Bahnen von jeder Sorte machen, aber ich glaube, wir werden hauptsächlich Eisenbahnen erstmal brauchen. Warten auf Material. Okay, dann gucken wir uns das einfach nächste Folge an. Dann warten wir kurz auf Material. Und da kommt's schon.
Deswegen, ich bedanke mich fürs Zuschauen heute. Würde mich freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen. Und ja, habt jetzt noch einen schönen Tag und macht was Schönes. Tschüssi, bis morgen. Bye, bye.